Sie sind hier, 9. Dezember 2018, 15.22 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Dieser Treffer von Christian Beck brachte den 1. FC Magdeburg in Führung. Urheberrecht Getty Images. Union Berlin holt im Ostklassiker beim 1. FC Magdeburg einen Punkt und bleibt ungeschlagen. Magdeburg-Coach Michael Oehning wartet weiter auf seinen ersten Sieg. Union Berlin hat im Ostderby seine erste Saisonniederlage mit Mühe verhindert. Die Eisernen erkämpften sich beim einstigen DDR-Oberliga-Rivalen 1. FC Magdeburg ein 1:1, 0:1 und verteidigten damit erfolgreich ihren dritten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga, der eine wechselte Akaki Gogia erzielte in der 65. Minute den Ausgleichstreffer, nachdem Stürmer Christian Beck den FCM mit seinem bereits 8. Saisontreffer, 39. in Führung gebracht hatte. Magdeburg muss weiter auf den ersten Erfolg unter Trainer Michael Oehning sowie den ersten Heimsieg seit dem Aufstieg in diesem Jahr warten. Service die Tabelle der 2. Bundesliga. Union wacht erst nach der Pause auf. Wenn wir die richtige Einstellung finden, dann haben wir immer eine Chance, Punkte mitzunehmen, hatte Union-Trainer Urs Fischer vor dem Anpfiff gesagt. Anzeige, jetzt das Trikot von Magdeburg oder Berlin kaufen, hier geht es zum Shop. Doch die Berliner fanden lange Zeit keinen Zugriff, die Magdeburger agierten wacher und entschlussfreudiger. Symptomatisch war der 1:0-Führungstreffer durch Torjäger Beck, der gedanklich und körperlich schneller war als seine Gegenspieler und sehenswert mit einem Lupfer abschloss. Die Highlights der Sonntagsspiele in der Sendung Sky Sport News HD, die 2. Bundesliga, ab 19.30 Uhr im TV auf Sport 1. Erst nach dem Seitenwechsel präsentierten die Gäste eine andere Körpersprache, vor allem die eingewechselten Spieler wie Gogia brachten viel Schwung. Von Sportinformationsdienst.